Nein, Early. Nein, du trinkst jetzt keinen Alkohol. Du bist 10 Jahre alt. Hi Lutschergen, ich heiße euch wieder herzlich willkommen zu einer neuen Runde RimWorld hier bei eurem Bombardin. Schön, dass ihr dabei seid. Es geht weiter mit Kochen, Bauen, Konstruieren und was weiß ich nicht noch alles. Just Me ist jetzt bei 20 Intellekt. Die Frau ist schlau. Ja, das wusste ich schon immer. Von dem her passt das. Und darauf kann man auch mal eine Party schmeißen, finde ich auch. Wo schmeißen wir die denn? Draußen. Okay, Alice Cooper hat Yuki angebaggert. Hör auf damit, Alice Cooper. Böser Alice Cooper. Stand da auch schon keinen Bock mehr auf die Party. Ach, die ist schon vorbei, okay. Aber vielleicht sollten wir mal... Konstruktuit ist entwickelt. Ah, wunderbar. Ist schon unterwegs, der Konstruktuit, der neue. Ach, ein Traum. Irgendwas zimmert da schon. Ah, macht hier die Wände. Cool, da kommt nämlich gleich ein neuer Kolonist dann. Den wir allerdings erstmal wieder gefangen nehmen müssen, weil er den falschen Glauben hat. Das ist einfach furchtbar. Die Leute glauben alle das Falsche. So, aber was ich machen wollte, wir können, glaube ich, hier einen Partyplatz einstellen. Sieht hässlich aus, aber besser als anders. Also ich weiß nicht, ob das dann genutzt wird auch, aber ich hoffe es. Ich hoffe es einfach mal. So. Für die Geburt, die ja irgendwann mal kommt, möchte ich auf jeden Fall im Krankenhaus jetzt das erste Intensivbett haben. Ja, das wird teuer, aber... Muss sein, ne? Wir brauchen Intensivbetten. Mittlerweile haben wir 128 Bier, also Bobby wird nicht langweilig werden. What? Nein. Ja gut, okay. Haut die Pilzschalen rein in den Sarkophag, das ist in Ordnung. Komm, ist egal. Sind da halt Pilzschalen begraben. Gut, wunderbar. Ah. Oh, alle werden depressiv hier drin, das ist so furchtbar. Alle werden so depri. Aber das macht nichts, die werden wieder glücklich. Keine Sorge, die werden wieder alle glücklich mit der Zeit in unserer Kolonie. Alice Cooper, du kannst übrigens mal knicken, dass du Drogen nehmen darfst. Nix gibt's, keine Drogen für Alice Cooper. Hast Yuki angebaggert. Aus Rache kriegst du keine Drogen. Nur Alice Cooper wurde nicht depri, ne? Fällt mir gerade auf. Ist auch sehr schön. Kriegt dafür einen braunen Teppich. Falls er sich mal einkoten sollte, dann kann er... dann sieht man es nicht, ne? Ist wunderbar. So, die Kirche entsteht. Wunderbar. Das ist immer erfreulich. Wir können mal hier die feinen Fliesen aus Marmor noch... Ja, jetzt haben wir keinen Marmor mehr, aber das macht nichts. Kein schnöden Marmor, Mammon. Marmor. Mama. Ma Baker. La. Hier haben wir noch Marmorbrocken, die können wir auch reintragen. Vielleicht möchte sich da ja jemand drum kümmern. Was macht Alice Cooper eigentlich? Essen. Gut. Wir verfolgen heute mal Alice Cooper. Alice Cooper ist übrigens, vielleicht für diejenigen, die sich dafür interessieren, er ist ein Industriewaisenkind und ein Viehzüchter. Jetzt geht Alice Cooper arbeiten, hoffe ich. Ja, Alice Cooper schnappt sich Steine und klopft drauf. Das ist auch eine Form der Musik. Hier wird das Bettchen gebaut, sehe ich gerade.
Wunderbar. Ein normales und ein gutes Bett. Sehr schön. Die anderen normalen Holzbetten lasse ich jetzt mal liegen. Oder stehen, besser gesagt. Alice Cooper kriegt noch einen Teppich rein. Was wir auch mal machen könnten, wir haben genug Holz gerade. Lass uns mal Kommoden reinsetzen in die Zimmerchen. Da freuen die sich auch drüber. Hier wird es ein bisschen eng jetzt, aber das macht nichts. Standard freut sich übers Schachspielen, auch wenn er alleine spielen muss. Oh, es dauert so lange, ne? Diese Fliesen hier zu verlegen. Ist ganz, ganz schlimm. Hier ist jetzt immerhin schon mal der Anfang gemacht worden. Kleines Feuerchen. Ah! Ich glaube, das war eins dieser Verrückten, oder? Cool. Ist auch tot jetzt. Wunderbar. Kann man essen. Ah ne, ist in die Falle gegangen. Hat ein paar Fallen mitgenommen und ist dann gestorben. Okay. Aber wahrscheinlich war es das verrückte Vieh. Frieden! Halleluja! Ich überlege gerade, ob ich mal eine Karawane wieder losschicken möchte. Hier auf dieses Stahlabbaulager, das wird mir gefallen. Und jetzt haben wir ja ein paar Leute, die das können. Alice Cooper, Standard und Flask. Just Me nicht, die wird da wieder wahnsinnig. Die bleibt da, die soll forschen. Und irgendwer muss ja auch diese Bude hier verteidigen. Es ist nur Just Me, die das kann. Und Bobby so ein bisschen, ne? Aber ich glaube, das macht Sinn, wenn wir die jetzt einfach mal losschicken. 147. Ah, warte mal. Vielleicht ist es schlauer, dass wir uns erstmal Pack Animals holen. Bevor wir irgendwas angreifen, erstmal irgendwelche Tiere holen, die Sachen tragen können. Und dazu wiederum, wir können kein Gras mehr anbauen. Das ist raus, weil Teil einer Mod. Aber wir können Heugras anpflanzen. Die können natürlich hier ganz normal grasen, ne? Aber irgendwann geht ja das auch aus, wenn es zu kühl wird. Wir hatten ja einen sehr kühlen Winter letztes Jahr. Das war nicht so wunderbar. Ich glaube, wir sollten uns mal... Das ist zwar jetzt doof, weil da muss wieder alles weggebracht werden, aber ich glaube, wir sollten uns jetzt mal auf das Gebäude hier fixieren, sonst wird es zu spät gebaut und ist die Quest nicht gemacht und dann ist es doof und alle sind traurig und das wollen wir ja nicht. Also machen wir das erstmal so. Lass uns erstmal die Bude bauen und dann alles andere. Standard hat eine meisterliche Kommode hergestellt. Ich finde die Story ist immer lustig. Eine Gravierung auf diesem Möbelstück handelt von Shu Bennett. Wie er auf brutale Weise Earl Lee mit einem Mensch mit kalter Effizienz handlungsunfähig macht. Also er hatte einen Menschen in der Hand und hat ihn herumgeschleudert und Earl Lee handlungsunfähig gemacht, ja. Ein Leierschwanz wartet etwas abseits. Cool. Cool, cool, cool. Wieso handelt eigentlich alles davon, wie Earl Lee auf den Sack bekommen hat? Nicht, dass das mich jetzt traurig macht, aber ich finde es interessant.
Darf ich hier drin dann eigentlich, wenn das jetzt eine gute Stele wird aus Marmor, darf ich dann da drin eigentlich meinen neuen, oder ist das dann auch entweiht, das Ding, wenn ich da einen Meditationsplatz reinhau? Das testen wir dann gleich, glaube ich, wenn das Ding mal durch ist. Aber jetzt muss erstmal Mosaik-Marmorpflaster. Ach je, es dauert alles. Wobei, wir haben die Marmorblöcke eigentlich. Die werden nur irgendwie nicht geliefert. Ja, begraben mal das Pilzvieh da drin. Genau, gute Idee. Irgendwie unsere Lastenheber. Ja, die Lastenheber, glaube ich, tragen die nicht zum Bauplatz, kann das sein? Oder aber die sind so beschäftigt einfach mit anderen Dingen, dass sie das nicht machen. Das könnte auch sein. Fakt ist, Early ist der neue Prügelknabe der Kolonie. So viel steht schon mal fest jetzt. Niemand mag Early, nicht mal ich. Für Bobby konnte ich wenigstens noch irgendwelche Sympathien aufbringen. Für Early weiß ich nicht, du. Weiß ich nicht. Der ist mir irgendwie unsympathisch geworden. Anfangs mochte ich den. Dachte mir, ach, ein nettes Kind. Mit blauen Haaren. Könnte ein neuer Rezo werden. Aber jetzt denke ich mir so, nee. Nee. Niemand mag dich. Atlas mag auch niemand, by the way. Der hat Early nämlich noch konvertiert, der Mistfink. Und der redet über freundliche Clowns und er lässt sich überhaupt nicht von seinem kritikonischen Weg abbringen. Das gefällt mir auch nicht. Bobby! Bekehr den mal. Boah, 89 hat er jetzt. Super. Connor Strange Cornelius, der sieht ganz wild aus. Verbannter Prinz und blutrünstiger Wanderer. Das ist eine geile Backstory. Junge Bettler brauchen Nächstenliebe. Oh. Oh, 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 das sind alles kleine Kinder. Was wollen die? Ach, mit Silber wollen sie einen Freund zurückkaufen. Das sind Schweinemädchen. Das ist ein Schweinemädchen. Eduardo Melo. Das ist ein Yada-Fraktion. Bettler von Yada. Wallis Escobar. Gourmet und gutes Gedächtnis. Oh. Und Huffman. Oh. Ein Husar. Ja, aber die haben der hat eine Abhängigkeit von Go-Juice, ne? Aber wir haben ja noch mehr. Vance. Ein Ytakin. Ah ja, da sehe ich den Schwanz. Mhm. Also, Entschuldigung, ich meinte natürlich, ne? Also, ihr wisst, welchen Schwanz. Wollen wir den Wallis gefangen nehmen? Ich glaube, den holen wir uns. Den Wallis. Der hat eine schöne Frisur, aber er ist männlich. Wir holen uns Wallis. Wir verraten die. Wir haben ein Bettchen frei. Mehrere sogar. Und Early könnte ein anderes Kind zum Spielen gebrauchen. Ich finde das ja lustig, dass das eine Keule ist. Dieser Schraubenschlüssel hier. Flask, nimm mal gefangen. Nimm das Wallis mal gefangen. Ah! Oh, die sind aber jetzt sauer. Die sind jetzt richtig sauer, ne? Oh, Eduardo ist am Boden. Ja, aber Eduardo ist ein Feigling, den will ich nicht. Ich verstehe nicht, warum er sich nicht hinsetzt, aber ist okay, gut.
Flask und Earl Lee sprachen über die Liebe. Ah, fast schon väterlich nimmt sich Flask dem Kind an. Die werden uns jetzt wahrscheinlich gleich unsere Dings zerdeppern, ne? Ich weiß, das ist grausam, aber so ist RimWorld. Ah, ne, die gehen freiwillig drauf, okay. Cool. Wollen wir noch einen gefangen nehmen? Wir haben freie Auswahl. Thick. Tierliebhaber, Snob. Stirbt in 3 Stunden. Vance. Du wollen Nook. Ah, den wollen wir nicht. Ja, Drogenfaszination. Muss nicht sein. Als kleines Kind vor allem. Ja, und der ist sowieso raus, weil Husar. Aber Thick könnte was. Aus Thick könnte was werden. Auch wenn es ein Schwein ist. Oder Vance. Vance denkt, glaubt an die weibliche Überlegenheit. Ich meine, das sind Kinder. Ja, Alice, komm, nimm mal Vance. Oh, warte. Der muss erst. Ich glaube, der muss erst zusammengeflickt werden, sonst stirbt da der Vance. Flickt ihn mal schnell zusammen. So, dass er ein bisschen länger lebt als 4 Stunden. Passt. Gefangen nehmen. Gut. Und der Rest. Ja, ist eine harte Welt. Ne? Eduardo liegt da auch noch, stimmt. Ah, nee, der ist Feigling. Ein Feigling will ich nicht. Gut, Bobby, einmal kurz behandeln, bitte. Wird durchkommen, alles gut. Ein wilder Mann betritt das Gebiet, das weiße Erdmännchen. Können wir den brauchen? Lahme Ente, nervige Stimme, Prüde. Oh, nee, lass mal. Der geht uns irgendwann in die Falle und dann ist er eh weg. Cool. 2 neue Kinder. Ja, nice. Gut, dann schauen wir weiter ein bisschen hier zu, ne? Oh, weia. Atlas. Ey, der geht mir erst so auf den Keks mittlerweile. Flask liefert doch gerade Essen, Leute. Schau mal, ob du ihn beruhigen kannst. Ansonsten, Wallis haut drauf. Bobby, wir brauchen Behandlung. Okay, Alice Cooper macht das schon. Also der fängt ihn zumindest mal ein. Und Bobby muss dann heilen kommen. Hat nicht geklappt, wunderbar. Lass jetzt Earl Lee in Ruhe, Atlas. Earl Lee und Bobby unterhalten sich während das Essen, über das Essen, während Atlas auf ihn einprügelt mit diesem Knüppel. Okay. Jetzt hat er Earl Lee niedergeprügelt. Wenn du auf Yuki losgehst, gehe ich auf dich los, Atlas. Warte mal, Bobby hat doch hier so ein Skill. Hau ihm mal das Wort der Angst rein. So. Bringt nur leider nichts. Er prügelt trotzdem weiter. Atlas, bist du jetzt glücklich? Bist du jetzt glücklich, weil du alle niedergeprügelt hast? Ich hoffe es doch.
Er hat ihm das linke Bein abgeschlagen. Wenn du nicht so gut wärst. Aber Early wird halt immer nutzloser. Wenn du nicht so gut wärst, würde ich dich jetzt rausschmeißen. Aber ich glaube, wir schmeißen Early jetzt raus. Entkleide den mal bitte. Wenn du nicht so gut wärst. Dann würde ich dich jetzt exekutieren. Aber Early, ganz ehrlich. Ich schmeiß ihn jetzt raus. Ich schmeiß ihn raus. Komm, lass ihn frei. Lass das Kind frei. Es ist einfach... Es bringt nichts. Er soll unseren Glauben verbreiten. Lass den Mann frei. Wenn er wieder laufen kann. Wir wollen ihn nicht. Es bringt nichts mehr. Es wird langsam lächerlich mit Early. Dementsprechend raus mit ihm. Ah, was hat eine Glaubenskrise? Das ist gut, glaube ich. Ich glaube, das ist gut. Ich glaube, das ist sehr gut. Ah, den kretonischen Weg, den kriegen wir auch nicht. Den kretikonischen Weg, das ist furchtbar. Ach Gott. Wir müssen unsere Social Skills auf jeden Fall leveln. Sonst geht hier nie was weiter. Dementsprechend ist das gar nicht so schlecht, dass wir so viele Leute hier drin haben. Auch wenn vielleicht nicht alle durchkommen und auch wenn wir zwischendrin mal den einen oder anderen freilassen müssen, sind eh nicht so pralle alle. Hier liegt noch eine Axt, die wollen wir haben. Huffman lebt immer noch, ne? Wahnsinn. Dieser Huffman. Der liegt da immer noch nackig. Was? Ah, nee, ich hab Early. Hä? Ach, das. Was? Oh, nein. Das wusste ich nicht, dass es geht. Ich dachte, man müsste die nochmal rekrutieren. Aber der ist jetzt einfach Teil der Kolonie. Wenn der schon mal Teil der Kolonie war und wir sperren den ein dann gehört der schon zu... Ach, das wusste ich nicht. Ey, man lernt nie aus. Wie viele Stunden habe ich jetzt in RimWorld? Warte mal. Wie viele Stunden habe ich in RimWorld? 938,5. Wieder was dazugelernt, aber ich will dich trotzdem nicht überleben. Was mache ich denn jetzt mit dir? Ach, das hätte ich bei Yuki dann auch machen können. Dann hätte man das Kind nicht verloren. Ach, bestimmt steht schon wieder in den Kommentaren. Oh weh. Aber was mache ich denn jetzt mit dem blöden Kind? Ich will den ja nicht. Dem fehlt ein Bein. Und ein Arm. Ich möchte den nicht. Na gut, lass ihn uns ein bisschen ausnutzen. Lass ihn uns ausnutzen. Der soll jetzt hier erstmal erwachsen werden. Und dann gründen wir einen Außenposten mit Early. Ey, aber jetzt habe ich echt wieder... Nein, Early. Nein, du trinkst jetzt keinen Alkohol. Du bist 10 Jahre alt. Zurück in den Knast mit dir. So, und da bleibst du jetzt. Er hat sich beruhigt, glaube ich, oder? Early, du kriegst keinen Alkohol. Ich glaube, mein Schwein pupt. Aber, lieber Early, du sollst eine schöne Kindheit haben. Deswegen werde ich für dich jetzt extra eine Schultafel bauen. Ich glaube, die baut man so. Und einen Schultisch baut man so.
Und dann kannst du lernen. Himmel, Herrgott. Early, du könntest dich einfach auch hinlegen und dich ausruhen, bis du geheilt bist. Ich glaube, das ist das Beste. Atlas hat versucht, uns zu bekämpfen. Ich hasse den. Es wird Zeit für einen Altar und ein blutiges Gedöns. Wenn der nicht so gut wäre, ne? Der Mistfink. Der hat halt echt gute Skills, der Atlas, aber ich hasse ihn. Und ich weiß nicht, ob wir den überhaupt irgendwann mal kriegen, den ja kaum weg hier. Ah, Mann. Aber das ist echt gut zu wissen mit dem nächsten, der dann kommt, wenn das Ding hier fertig gebaut ist. Dann weiß ich das nämlich. Da kann ich den, sobald der bekehrt ist, da kann ich den sofort rekrutieren. Beziehungsweise da muss ich den nicht rekrutieren. So, kurz mal Lee noch ein Strafe. Rosa. So. Ja, Wahnsinn. Ich wusste das echt nicht. Dass wenn ich die freilasse, dass sie dann tatsächlich... Das heißt, es ist wirklich nur ein Umerziehungscamp hier. Im Prinzip. Wild. Das ist sehr wild. Krass. Aber gut. Gut. In diesem Sinne. Early gebe ich keinen Namen, weil den hauen wir sowieso raus, glaube ich. Obwohl, wir geben ihm einen Namen, komm. Aber dem will doch keiner. Sind wir doch mal ehrlich, dem will doch niemand. Dem geben wir keinen Namen, der bleibt Early. In diesem Sinne, Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt ein Like, schreibt einen Kommentar. Fabrikation ist durch, wunderbar. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Ciao.